Ich bin kein Kinderpsychologe und auch kein Profipädagoge. Liefer hier nur paar schnelle Schlüsse, halbgebildete Ergüsse. Mit diesem kleinen Lied, wenn es mal meine Tochter sieht. Ich hoffe, es hilft bei ihren Kindern, unnötig Leiden zu verhindern. Es geht um Kinderbücher und um naßgeschwitzte Tücher, um schlechte Träume in der Nacht und wieder mal ins Bett gemacht. Es geht um Angst und Horror, es geht um deutsche Leitkultur, drinnen nachts ins Kuschelbärchen. Es geht um Grimms Märchen, die Gebrüder Grimm. Erspart. Allein im Wald verlassen von Eltern, die dich hassen. Die heutige Familie und die alleinerziehende Linie mögen dämlich sein und lungern. Lassen niemanden verhungern, aber die Kinder zu gerieren, sowas andauernd passiert. Die Großen, die sind groß und die sind gewissenlos. Die Gebrüder Grimm, die Gebrüder Grimm sind schlimm. Kassette schadet mehr als jeder von dem Kind geraucht Zigarette. Die Stiefmutter, die fiese Hexe, Ängste bringt sie und Komplexe. Bösartig und dumm, hängt in jedem Moser drum. So sieht der kleine Liebling dann auch Papas neue Freundin an. Kill den Drachen, fertig machen. Moralisch eher kalt und voller offener Gewalt. Umass und sowas hört man her. Mach das nicht mehr, Grimms Märchen sind ein ganz, ganz böser Kindertraumata-Auslöser. Ich wurde damit erzogen, heute nehme ich Drogen. Die Gebrüder Grimm sind schlimm. Grimms Märchen, gute Nachtkassette, schadet mehr als jede vor dem Kind gerauchte Zigarette.